Hallo an alle. Heute soll es in diesem Video mal um das Thema gehen: staatliches Krankenhaus versus das private Krankenhaus. Und dazu war ich für euch heute unterwegs und habe mir beide Krankenhäuser mal genau angeschaut und habe euch natürlich auch einige Bilder mitgebracht, die ich hier im Laufe des Videos euch natürlich zeigen werde. Also nicht nur Bilder, sondern eben auch Videos. Und da sieht man wirklich mal die eklatanten Unterschiede zwischen den staatlichen Krankenhäusern hier in Thailand oder einem privaten Krankenhaus. Also es wird richtig spannend heute, bleibt dran und viel Spaß bei dem Video. Ja, generell bei dem staatlichen Krankenhaus hier in Thailand ist es so, dass dieses frei zugänglich ist eigentlich für jedermann. Also auch als Ausländer kann man eben dorthin gehen und sich behandeln lassen, wenn man das eben möchte. Die Kosten liegen hier für Thailänder zumindest bei 30 Baht pro Behandlung, die man hier bezahlen muss. Für einen Ausländer ist es eben ein bisschen teurer. Das kann man nicht so wirklich pauschal sagen, weil das hängt natürlich davon ab, mit was für einer Krankheit ihr da hinkommt oder was der Arzt eben auch für Behandlungsmethoden dabei macht oder ob euch Medikamente eben mitgibt. Also in dem gesetzlichen Krankenhaus hier ist jemand gewesen, der eben hier zum Arzt gegangen ist, weil er eigentlich wohl eine schwere Grippe hat, so wie ich das mitbekommen habe. Der wurde dann von dem Arzt halt untersucht. Es wurde ihm auch eine Spritze gegeben und im Anschluss auch einiges an Tabletten. Ich glaube so 4, 5 verschiedene Tabletten. Was das genau im Einzelnen war oder ist, ich bin kein Arzt, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber diese Kosten waren dann so bei 1000 Baht gewesen, die derjenige bezahlen musste. Diese Person war kein Thailänder, sondern es war jemand aus dem Ausland. Wenn man jetzt zum Beispiel in ein privates Krankenhaus geht, so wie zum Beispiel ins Lanna Hospital oder vielleicht ins Bangkok Hospital, dann sind da die Behandlungskosten natürlich um einiges höher und deswegen ist es natürlich auch immer ratsam, hier in Thailand eine Krankenversicherung zu haben. Weil für die gleiche Behandlung könnt ihr zum Beispiel in einem privaten Krankenhaus mit Sicherheit irgendwas zwischen 10.000 und 12.000 Baht rechnen. Über das Thema Krankenversicherung habe ich schon mal ein separates Video gemacht. In dem Video gibt es natürlich auch ein paar wertvolle Tipps und Tricks, wie man eine gute Krankenversicherung findet und welche es auch gibt. Und das Video verlinke ich euch mal hier oben. Das könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen. War ein sehr interessantes Video. Ja, in das staatliche Krankenhaus hier gehen eigentlich hauptsächlich Thailänder und das sind Thailänder, die wirklich nicht wirklich viel Geld haben. Um da eben auch Kosten zu sparen, hat der Staat hier gesagt, okay, wir richten eben auch staatliche Krankenhäuser hier ein, die also pro Behandlung mit mittlerweile 30 Euro zu Buche schlagen. Es waren glaube ich mal 20 Euro, aber mittlerweile sind es eben 30 Euro. Teilweise sind diese staatlichen Krankenhäuser natürlich auch sehr, sehr voll, weil die Masse der Thailänder eben in solch ein staatliches Krankenhaus geht, weil sie eben keine andere Möglichkeit haben oder keine andere finanzielle Möglichkeit haben, vielleicht auch in ein privates Krankenhaus hier zu gehen. Dadurch sind natürlich die Krankenhäuser hier immer relativ voll mit lange Wartezeiten, weil eben wirklich, weiß ich nicht, hunderte von Leuten dort sitzen und warten, behandelt zu werden. Natürlich kommt es auch vor, dass man in den privaten Krankenhäusern warten muss. Das kommt natürlich immer darauf an, wie viele Leute vor einem da waren. Aber es sind natürlich lange nicht so viele Leute dort, wie jetzt in einem, ja, von den gesetzlichen, will ich nicht sagen, also von diesen, ja, staatlichen Krankenhäusern eben. Eine Liste, welche Krankenhäuser es hier in Thailand gibt, mit den Namen, Anschriften und so weiter und so fort. Diesen Link packe ich euch unten mal in die Videobeschreibung mit rein. Die könnt ihr euch natürlich dann auch nochmal anschauen, wenn ihr wissen wollt, welche Krankenhäuser es vielleicht auch in eurer Region gibt, ne? So, aber fangen wir jetzt mal an und zwar mit den staatlichen Krankenhäusern. Wie gesagt, ich habe das Krankenhaus besucht und ich zeige euch hier jetzt mal das Video davon. So, das ist also ein staatliches Krankenhaus und jetzt schauen wir mal, wie es drin aussieht. Das sehen wir uns jetzt mal kurz an. So, das ist die Voranmeldung hier draußen. Also wenn man herkommt, muss man sich hier erstmal voranmelden. So, und die Leute liegen hier draußen. Wir haben immer 45 Grad Hitze und die warten also hier draußen auf den Arzt. So, jetzt gucken wir mal hier nochmal herein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir uns ein paar Zimmer ansehen können. So, hier gibt es keine einzelnen, sondern das ist alles zusammen. So sieht es hier aus. Do you have pictures, maybe?
Ja, Film war hier natürlich verboten und deswegen gibt es jetzt hier ein paar Bilder. Dieses hier ist zum Beispiel so ein sogenannter VIP-Room. Das kann man extra kaufen, dieses Zimmer, wenn man nicht da unten mit den anderen liegen möchte. Und in diesem VIP-Room ist man dann natürlich alleine. Und hier habe ich euch mal die Preisliste übersetzt, was so ein VIP-Room kostet. Der Essenswagen gerade gekommen für die Leute. Aha. What is inside? Was ist drin? Reis. Ah, ja, ja. Aha, Reis, Suppe. Ja, Pankapau. Ah, das ist jetzt das Abendessen, ja? Ah, okay. So, hier sind die ambulanten Stationen. Die warten jetzt also hier auf den Doktor. So sieht ein Krankenwagen jetzt von innen aus. Oh, okay. Ja. Gute Ausstattung soweit. Ne? Weil, aber dieses Fahrzeug gehört nicht zu dem Hotel, sondern das ist eine separate Firma. So, von hinten hier ist die Liege drauf. So sieht ein Rettungswagen von innen aus hier in Thailand. Und hier fährt kein Doktor mit. So, jetzt gehen wir nochmal in ein privates Krankenhaus, um mal zu sehen, wie es da aussieht. Und dazu haben wir uns das Bangkok Hospital ausgesucht. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Jetzt fängt es schon an. Wir werden mit einem Shuttle abgeholt und müssen nicht zum Krankenhaus laufen. Das ist hier. Der Parkplatz ist ein bisschen weiter weg, aber es gibt einen Shuttle-Bus. So, das ist hier natürlich ein Riesenunterschied. Hier ist alles mit Marmor, ist natürlich auch mit Klimaanlage hier, so dass man eben nicht schwitzen muss. Und selbstverständlich wird hier auch keiner draußen vor der Tür behandelt oder mit dem Bett rausgeschoben. So, das hier ist der Wartebereich, wo die Patienten warten, bis sie vom Doktor aufgerufen werden. Oh, das sieht natürlich schon mal ganz anders aus, also eher wie ein Hotel, aber nicht wie ein Krankenhaus. Damit ihr euch mal so einen Eindruck verschaffen könnt. So, das hier sind jetzt die Zimmer im Bangkok Hospital. Das heißt also extrem geräumig mit kleiner Küchenzeile. Man liegt alleine auf dem Zimmer. Man hat ein Sofa, eine super Toilette. Und die Preise blende ich euch jetzt ein. Die Preise fangen hier bei 5600 Baht pro Tag an. Natürlich ohne Arztleistung. So sehen hier die Rettungswagen aus. Und hier ist ja auch der Unterschied, wenn du die anrufst und du hast ein großes Problem im Herz oder einen schweren Unfall, dann fährt hier auch ein Doktor mit. Das ist, das ist jetzt, this is from the Bangkok Hospital. Ja. The Carl, ja? Ja, das vom Bangkok Hospital. Sieht genauso aus, ja. Okay. Ja, ich, das ist natürlich schon eine ganz andere Klasse, das ist ganz klar. Was ich eigentlich ein bisschen erschreckend finde daran, ist, dass hier in Thailand wirklich ein so riesiger Unterschied besteht bei der Gesundheitsvorsorge. Also ist es hier so nach dem Motto, wenn du jetzt kein Geld hast, wirst du auch nicht wirklich gut behandelt. Und wenn du Geld hast, dann stehen dir im Prinzip alle Türen offen, auch mit Top-Ärzten, einem super Krankenhaus mit einer Top-Ausstattung und so weiter. Und das finde ich schon ein bisschen erschreckend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, zu sagen wäre noch zu dem Bangkok Hospital, ich hatte dort mit drei verschiedenen Leuten gesprochen. Einmal bei dem Welcome Desk, wo wirklich nette Damen waren, die mich dann zu einem anderen Service-Mitarbeiter gebracht haben, mit dem ich dann gesprochen habe, einmal über die Zimmer. Und auch der fragte mich dann auch, welche Krankenversicherung ich habe. Das habe ich ihm natürlich gesagt und ihm dann auch einiges an Fragen dazu gestellt. Also es ist auch so, dass hier des Öfteren die Krankenversicherungen, das kommt natürlich darauf an, welche man abgeschlossen hat, direkt mit dem Krankenhaus abrechnen, sodass man ja auch nicht in Vorkasse gehen muss. Bei anderen Krankenkassen oder Krankenversicherern ist es ja eben so, dass die Rechnung erstmal ihr bezahlen müsst und ihr müsst dann mit der Krankenversicherung, die ihr habt, das eben selber abrechnen. Es sei denn, die Krankenhausrechnung oder der Notfall ist so hoch, dass das Krankenhaus sich dann eben im Prinzip schon selbst in Verbindung setzt mit dem Krankenversicherer, um da eben die Rechnungsstellung irgendwo abzuklären. Also
hoch wird die Rechnung natürlich, wenn es jetzt, weiß ich nicht, vielleicht beim schweren Verkehrsunfall oder irgendwas mit dem Herz ist oder sonst irgendwas, wo die Summe so hoch ist, dass abzusehen ist, dass ihr das nicht vorher selbst vielleicht bezahlen könnt. Da wird sich halt mit der Krankenkasse oder Krankenversicherung in Verbindung gesetzt vom Krankenhaus her aus. Als dritte Person habe ich dort im Bangkok Hospital mit dem Kundenmanager gesprochen und der mir dann eben auch die Zimmer gezeigt hat, wie die aussehen und mir auch noch ein paar andere Fragen beantwortet hat. Und zwar habe ich diesen Herrn explizit nach der WR Life Versicherung gefragt, weil in dem letzten Video mit der Krankenversicherung, was ich gemacht hatte, ja, da gab es ja immer so ein paar Kommentare oder Diskussionen in den Kommentaren. Ja, weil es da hieß, ich weiß nicht so genau, ist die gut oder bezahlen die auch und so weiter und so fort. Und dieser Kundenmanager, der da von Bangkok Hospital war, den habe ich also explizit nach dieser Versicherung gefragt. Und der hatte mir gesagt, dass es mit dieser Versicherung, dass die okay ist und dass es da bis jetzt noch keine Probleme gegeben hat, dass die Rechnungen eben nicht bezahlt wurden von dieser Gesellschaft. Das ist jetzt natürlich keine Werbung für die WR Life Versicherung, weil ich werde von denen nicht bezahlt, sondern das ist jetzt einfach nur nochmal ein Hinweis gewesen, aufgrund von den Kommentaren, die in der Krankenversicherungsvideo eben aufgekommen sind. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und lasst bitte auch ein Abo und ein Like da. Ich habe noch ein Anliegen in eigener Sache und zwar haben wir uns das Ziel gesteckt, die 1000 Follower oder Abonnenten jetzt zu erreichen. Und es wäre nett, wenn es euch gefallen hat, dass ihr auch ein Abo da lasst. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.